Hallo Leute, hier ist wieder euer Telix und heute verkoste ich mit euch einen Dance-Song. Also erstmal vorneweg, ihr habt ja vielleicht bemerkt, dass ich in letzter Zeit nicht mehr allzu häufig Videos hochlade. Das liegt zum einen daran, dass ich in letzter Zeit ein bisschen verschnupft war und dementsprechend ist mit dem Teegenuss und Teeverkosten so ein bisschen an die Seite gefallen ist. Auf der anderen Seite habe ich einfach auch sehr viel zu tun in letzter Zeit, sodass ich nicht mehr so oft dazu komme. Ich versuche aber trotzdem halbwegs regelmäßig, mindestens einmal im Monat irgendwie ein Video hochzuladen, weil mir das selber halt auch sehr viel Spaß macht und ich euch auch nicht hängen lassen will. Apropos hängen lassen, ich bin froh, dass ihr mich nicht hängen lasst. Ich war letztens total überrascht, zu sehen, dass ich die 100 Abonnenten geknackt habe. Und ja, tatsächlich seitdem sind immer mehr dazugekommen. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwo bei 125 oder so in der Region. Und ja, das ist auch an meinen Freunden im realen Leben nicht vorbeigegangen. Und da möchte ich euch was zeigen, wo ich mich tierisch drüber gefreut habe. Und zwar habe ich das hier zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Bin euch allen sehr, sehr dankbar. Und heute verkosten wir, wie gesagt, einen Dance-Song. Bei diesem Dance-Song handelt es sich um einen Son Chong Don Fang Hong Dance-Song. ja, ich weiß nur zu teilen, was das heißt. Also es ist wohl ein Dance-Song von ziemlich alten Büschen. Den habe ich jetzt von Shenshi China Tee. Genauer handelt es sich wohl um einen Red oder Oriental Red Dance-Song. Shenshi hat aber auf seiner Seite total viele Infos zu dem Thema, habe ich schon mal gesehen. Also wenn euch das interessiert, ich kann euch den Link gerne unten in die Beschreibung packen. Klickt da einfach drauf, könnt ihr euch ein bisschen reinlesen. Das tut mir voll leid, Chris, dass ich das jetzt erst schaffe. Chris war so lieb und hat mir damit ich einfach mal ein paar ehrliche Reviews mache. Ich wurde da jetzt auch nicht für bezahlt oder so. Er hat mir einfach nur ein paar Teeproben zugeschickt. Genau, hat er mir die eben zugeschickt. Ja, bis jetzt bin ich nicht dazu gekommen. Also ich habe die jetzt schon 4, 5 Monate hier. Freue mich eigentlich die ganze Zeit tierisch darauf und kam es jetzt einfach nicht dazu, das wirklich mal auf Video festzuhalten. Diesen Tee habe ich schon mal probiert. Der ist aus der diesjährigen Frühjahrsernte. Da habe ich ihn ganz, ganz heiß aufgegossen und leider ein bisschen die Zeiten verpennt, weshalb er ziemlich bissig wurde. Gefiel mir dann nicht mehr so gut. Dance-Song ist aber so ein bisschen bekannt dafür, dass es so die Zicke unter den Tees ist. Deswegen jetzt hier im Videorahmen ein bisschen kontrollierter, Wassertemperatur knapp unter 90 Grad. Und dann fangen wir auch schon mal an. Das sieht jetzt super viel aus. Ich habe hier diesen Mini-Gaiwan. Ich würde den Gaiwan so ja, um bis zur Hälfte etwa füllen. Ein Drittel bis zur Hälfte. Die Blätter sind hier sehr locker jetzt gerade drin. Sobald ich das einmal gewaschen habe, fällt das alles noch mal ein bisschen ein. Sehr gut. Dann ein kurzer Waschgang. Genau, einfach nur einmal übergießen und direkt wegkippen. So, der Waschgang ist dann für den Buddy. Also es riecht total süßlich, so wie ganz helles Karamell ein bisschen, aber auch leicht blumig. Richtung leicht, also ein bisschen Richtung ganz heller Honig. Ja, also bei mir ist es so, diese Geschmackssachen, ich finde, das sollte jeder ein bisschen für sich selber feststellen. Also ich finde so grundlegende Sachen wie ja, Richtung Honig oder karamellig, süßlich, das ist schon okay.
Aber ich möchte nicht immer ganz so tief in diese einzelnen Nuancen gehen, weil im Endeffekt hat jeder andere Assoziationen und die sollte sich auch keiner nehmen, finde ich, indem er sich vorher tierisch damit auseinandersetzt. Der muss genau so schmecken, dieser Tee. Weil im Endeffekt ist Tee immer was ganz Individuelles. Überhaupt Geschmackssinn ist was ganz Individuelles. Und alles das, was ihr dabei empfindet und was ihr damit assoziiert, ist auch nicht verkehrt. Ja, und dementsprechend versuche ich das so ein bisschen grober zu halten. Okay. Könnt ihr schon mal gucken. Blätter sind so leicht aufgegangen. Ist ein ziemlich grüner Danzong. Auch nicht so stark geröstet. So, und dann machen wir einen Aufguss und zwar nur Tip and Go. Okay. Das mache ich jetzt deswegen so schnell, weil ich, wie gesagt, hier schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass er relativ schnell, ich sag mal, überextrahiert. Das ist echt ein Tee, wo man mit Achtsamkeit dabei sein sollte, ne? Nicht irgendwie stehen lassen und dann erst nach 30, 40 Sekunden abgießen, sondern zügig und bei der Sache bleiben. Also im Endeffekt hier das gleiche wie vorhin beim Waschgang. Ich halte euch das mal hin, dass ihr die Farbe sehen könnt. Ja, recht hell, goldgrün. Geruchlich hier nochmal so ein Tacken intensiver als beim Waschgang. Cheers. Also ist im ersten Moment natürlich durch diese Tip and Go, also diesen ganz kurzen Aufguss, relativ mild, würde ich sagen. Also schwach ist er jetzt nicht, aber der knallt jetzt nicht so rein. Ziemlich floral. Also im Geruch süßlich, karamellig, geschmacklich. Recht blumig. Farblich etwas intensiver als gerade, aber also der Farbton wird sich nicht verändern, ne? Das wäre komisch. Oder es passiert halt, wenn man Tees zu heiß, zu lange ziehen lässt, dann kann das schon mal sein, dass sie ein bisschen derber in der Farbe werden. Also geruchlich kommt jetzt auch mehr Blumiges raus, finde ich. Ist intensiver geworden. Das Süßliche ist immer noch da, aber ich finde das Blumige, das wird gerade mehr im Verhältnis. Zweiter Aufguss. Ist jetzt nicht mehr so süßlich. Also ich würde jetzt tatsächlich eher blumig und nicht honigartig sagen. Macht vorne auf der Zunge so eine leichte Astringenz, also ein bisschen pelzig. Und nach hinten hin wirkt das so ein bisschen wie so ein Balsam. Klingt bescheuert, ne? Wirklich wie so ein Balsam, so eine sehr angenehme Konsistenz. Ein bisschen befeuchtend hinten auf der Zunge, vorne eher so ein bisschen antrocknend. Bin immer wieder fasziniert, was man A alles rausschmecken kann oder empfinden kann im Mund und wie bescheuert das klingt, B, wenn man versucht, das zu beschreiben. Aber ich glaube, die meisten, die viel Tee trinken, die sind da bei mir.
Also wenn man anfängt, Tees zu beschreiben mit ledrig, holzig, morsch, Waldboden, also wie oft beim Pu'er, und man empfindet das als lecker, dann fragt man sich anfangs schon so ein bisschen, okay, was ist falsch mit dir? Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und entwickelt auch ein Verständnis für das, ja, das. Dieser industrialisierte Geschmack, den wir haben, süß, Salz und diese ganzen Geschichten und dass alles so intensiv schmecken muss und dass alles irgendwie ja nur auf bestimmte Dinge zu reduzieren ist, was gut ist. Mit der Zeit verliert man das beim Tee trinken. Man wird da ein bisschen offener dafür, dass Dinge auch gut schmecken können, die man jetzt nicht so mit Essen oder mit gutem Geschmack in Verbindung setzt, sondern dass es einfach dieses Gefühl ist, dass man den Geschmackssinn und den Mund als sensorisches Mittel tatsächlich nutzt, um auch Erinnerungen hochkommen zu lassen oder sich einfach ein Gefühl vermitteln zu lassen, unabhängig davon, ob es tatsächlich primär nur gut schmeckt oder ob man sich dadurch wirklich wohlfühlt. Ne? Also ich finde, bei vielen Tees würde ich jetzt so gar nicht sagen, hey, das ist wo ich sage, das ist nur lecker. Also klar, ich würde sie nicht trinken, wenn sie mir nicht schmecken würden. Aber für mich ist lecker oder wohlschmeckend mittlerweile ein ganz anderer Begriff geworden. Also für mich gehört dazu, bringt es mich in eine bestimmte emotionale Lage, bringt es mich runter oder pusht es mich auf, werde ich ja bewusster für meine Umwelt. Ne? Das sind alles so Dinge oder weckt es irgendwelche schönen Erinnerungen. Und da hilft das total. Also mir persönlich gibt Tee so viel mehr als nur Geschmack. So, den habe ich jetzt etwas länger ziehen lassen, dritter Aufguss. Noch intensiver in der Farbe. Scheint genau die richtige Ziehzeit gewesen zu sein. Jetzt kommt so ein bisschen was Kräftigeres, also auch Blumiges durch. Mit so einem ganz leichten Biss, also so ein ganz leichter Hauch Bitterkeit, aber noch nicht unfreundlich. Also wirklich toll ausbalanciert jetzt gerade. Also es ist so ein Tee. Wer insgesamt grünere Oolongs gerne mag, der wird damit wahrscheinlich super bedient sein. Muss nur halt, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein beim Aufgießen, dass er nicht zu lange ziehen lässt, weil er dann relativ schnell bissig werden kann. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Aufgüsse damit machen. Also der ist noch lange nicht durch. Ich schätze mal, bei der Dosierung werde ich so 7 bis 10 Aufgüsse machen können. Ich zeige euch nochmal die Blätter. Jetzt sieht man wirklich, wie schön grün die sind. Und ja, wie gesagt, das ist für mich eine Empfehlung für alle, die grüne Oolongs mögen. Ich persönlich trinke nicht ganz so gerne grüne Oolongs. Ab und an habe ich da Lust drauf. Gerade im Sommer habe ich da Lust drauf. Interessanterweise genau umgekehrt im tiefsten Winter manchmal, weil das einfach nochmal so ein Frühlingsgefühl hochbringt. Aber es ist nicht so, dass ich diese Tees ständig trinken mag. Also ich mag lieber eher so die gesetzteren, dunkleren Oolongs. Mal ein bisschen was mit mehr Röstnoten. Irgendwas, wie kann man das beschreiben? Irgendwas Erdendes. Ne? Ich finde, dieser Tee, der ist gerade sehr anregend. Ich merke das auch. Sehr erfrischend. Schmeckt mir auch wirklich gut. Mein persönlicher Geschmack ist es nur an bestimmten Tagen. Das war's für heute mit meiner Verkostung. Den Link zu diesem Tee kann ich euch auch gerne unten drin lassen. Dann den Link zum Interview mit dem Chris lasse ich euch auch unten und hoffe, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und vor allen Dingen noch eine schöne Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit. Und falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Telix.
Der Wasserkocher kocht das Wasser auf. Blubber, blubber, brodel, brodel. Versorgt meine Audioaufnahme. Egal. Also. Na, bist du soweit? Sehr gut.